Die Kaffeetafel ist festlich gedeckt und gleich zwei Ehrengäste rahmen Jens Köppen ein. Der Bundestagsabgeordnete ist eigens aus Berlin angereist, um Christa Kaiser und Rosemarie Witte seinen Dank auszusprechen und sie für ihr politisch-gesellschaftliches Engagement auszuzeichnen. Ganze 70 Jahre sind die pensionierten Lehrerinnen bereits Mitglied in der Christlich-Demokratischen Union und noch viele Jahrzehnte später können sie sich an den Beitritt erinnern. 1946 in Frankfurt in der Ausbildung. Da hieß es plötzlich, ich war da zur Lehrerausbildung, und da hieß es plötzlich, wir müssten uns für eine Partei entscheiden. Und zur Verfügung standen SPD, KPD, FDP hieß sie damals, und CDU. Und für mich und meine anderen Kollegen war das C wichtig. Und deswegen sind wir da eingetreten. Sie leisteten über Jahrzehnte hinweg wichtige Basisarbeit. Und auch heute sind die beiden 91-jährigen Rentnerinnen aus Angermünde bis auf wenige Zipperlein an den Augen oder am Gehör immer noch topfit und politisch interessiert. Das mit den Flüchtlingen ist eine ganz andere Sache. Aber ich denke immer, wir haben im Land selbst hier so viel noch zu tun und zu verbessern. Nicht genügend Lehrer, nicht genügend Ärzte und nicht genügend Hilfskräfte, da fehlt es doch überall. Und da müsste viel mehr getan werden, wenn es möglich ist. Ich meine, man sagt es immer so vom hohen Ross raus und weiß nicht, wo die Gelder herkommen sollen. Die Kanzlerin haben die beiden noch nie getroffen. Wahrscheinlich wäre ihnen das heutzutage aber auch viel zu aufregend. In gemütlicher Runde kann ebenso gut mit Jens Köppen geplauscht und gefachsimpelt werden. Und ich bin froh, dass Frau Kaiser so klar mitdiskutiert. So was brauchen wir ja. Also in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden, aber auch im Bundesverband, dass man nicht einfach sagt, okay, die Leute haben das so mitzunehmen, sondern wir sind eine Partei, die eine starke Debattenkultur hat. Das geht da schon mal heiß her, auch in der Bundestagsfraktion. Und ich glaube aber mit solchen tollen Mitgliedern, die auch offen sind und die kein Blatt vor den Mund nehmen, und das hat Frau Kaiser wahrscheinlich nie gemacht in ihrem Leben, finde ich das ganz toll. Und dann kriegen wir auch eine Lösung hin. Die CDU kommt deutschlandweit auf 336 Kreisverbände und über 10.000 Ortsverbände. In der CDU Angermünde sind heute noch rund 45 Mitglieder aktiv.